back from the dead. Donnerstag, der 11. Oktober 2018. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und wie ihr in der Mitte schon sehen könnt, ja, der Skull ist wieder drin, aber das habt ihr wahrscheinlich schon in meinem Video gesehen. Ich würde sagen, wir schauen nochmal direkt mal rein, was alles so da ist. Und ihr seht schon, wir haben Skull Ranger, wie prophezeit, die ist am Start in ihrer ganz normalen Form hier, in dieser Variante. Übrigens finde ich die Augen ziemlich nice gemacht, also das passt irgendwie bei der weiblichen Version ein bisschen geiler, sticht zumindest mehr hervor. Hier haben wir auch einen verschiedenen Stil, beziehungsweise den Standard-Stil und dann sehen wir noch den Stil hier. Ich weiß nicht, warum der jetzt ein bisschen verschoben ist. Naja, ihr seht die Idee, ihr seht hier die Grundidee auf jeden Fall. Yoshi, gegrüßt bist du, Makeout du auch. Leuchtet im Dunkeln, sieht ziemlich nice aus, gefällt mir. Das gleiche haben wir ebenfalls auch bei dem hier. Allerdings, da zeige ich euch gleich ein bisschen was zu, gibt es hier noch diese lilane Version, beziehungsweise ihr seht ja hier schon die lilane Version. Und die ist exklusiv für die Leute, die den OG-Skin haben, also die in der Season 1 sozusagen zugeschlagen haben. Und dann bekommt ihr hier diesen, ich sag mal, statt grün leuchtend zu lila leuchtend zusätzlich noch dazu. Und die Augen haben so einen leichten Schweif. Ich habe die Effekte nicht ganz hoch, aber ansonsten würdet ihr es noch ein bisschen deutlicher sehen. Ihr seht schon, ziemlich nice auf jeden Fall. 1500 übrigens kostet der, wobei die nur 1200 kostet. Also für alle die sich fragen, welchen man kauft, vielleicht liegt es auch ein bisschen an den V-Bucks, wie viel V-Bucks ihr vielleicht noch übrig habt. Coole Skins auf jeden Fall. Passend dazu, und den fand ich absolut nice, ist der Crypt Cruiser. Dieser Effekt hier ist absolut geil, oder? Den gibt es auch in zwei verschiedenen Farben. Einmal hier dieses grünliche, was ich habe, und einmal diesen Standard, der so ein bisschen bläulich ist. Ziemlich nice. Beziehungsweise das ist sogar der Standard hier. Genau, das sieht man nämlich hier an. Ach ja, genau, das ist der Standard. Ich zeige euch gleich nochmal ein bisschen was in meinem Spind dazu. Hier auch die Sichel dazu. Und ihr hört schon, wenn ich so haue, hört sich an wie die Sichel. Sieht nur nicht so aus wie die Sichel, aber hört sich so an. Also gleicher Sound. 1200 V-Bucks für die hier. Kommen wir mal schnell zu den Dailies. Und zwar haben wir da den Mullet Marauder wieder drin. 1500 V-Bucks für den 80s-Typen hier mit seinem Schnauzbart. Wer da zuschlagen will, 1500 V-Bucks. Bright Bomber ist wieder da. Nach dem ganzen Hype um Dark Bomber ist jetzt Bright Bomber wieder am Start. 1200 V-Bucks. Ja, vom Sunshine and Rainbow Set rotiert natürlich auch immer und immer wieder rein. Also wer hier noch nicht zugeschlagen hat und den gut findet und öfter mal überlegt hat, dann solltet ihr vielleicht echt mal zuschlagen. Ja, passend zu der Mullet Marauder, da sehen wir hier noch Exercise. Das sind so die Gewichte. Hört sich auch 1 zu 1 so an, als wenn man Gewichte heben würde. Ja, 500 V-Bucks dafür. Und passend dazu noch Windbreaker. Ihr hört auch so einen kleinen Sound. Man hört so einen ganz kleinen Sound, wenn der angeht. Richtig nice, so als wenn so ein Song aus den 80s angehen würde. So ein Workout-Lied. 500 V-Bucks dafür. Dann haben wir noch zwei E-Maus und Bankschild ist am Start für 500. Da könnt ihr so richtig abgehen, wenn ihr möchtet. Und dann Star Power für 800 V-Bucks. Der schöne Regenbogen hier. Ja, was ich euch zeigen wollte nochmal, kurz vor Ende. Da seht ihr nochmal, hier sind die verschiedenen Stile, die man hat. Das ist einmal dieses Grün, wovon ich gesprochen habe. Das ist der Standard. Das ist dieses Grün. Da seht ihr auch schon, ändert sich nicht nur die Farbe, sondern es ändert sich oben auch tatsächlich so die Kopfbedeckung, denn die ist dann schwarz statt weiß. Sieht auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Genauso wie beim Lilan. Und der ist halt dann nur für die Leute, die tatsächlich dann auch die OG-Version haben. Und gleiches gilt für die Axt. Die ist einmal hier in der Standardversion so bläulich, hat auch so diesen Schweif so drumherum. Hört sich natürlich genauso an. Und dann gibt es sie einmal in diesem grünlichen, passend dazu, falls ihr den Stil wechseln wollt. Und dann im Dunkeln leuchten wollt. Genauso hier bei dem hier. Ihr seht einmal, das ist die Standardversion. Und da seht ihr, hier sind die Flügel nicht gefärbt, die sind da so weiß gemacht. Und da ist so ein bisschen dieser Effekt hier so bläulich. Und das hier ist etwas grünlicher. Aber hier sind dann auch tatsächlich die Knochen so an den Flügeln noch so gefärbt. Sieht ziemlich nice aus, leuchtet dann, hat genau den gleichen Leuchteffekt sozusagen. Ja, schreibt mal rein, was ihr am geilsten findet. Mein Highlight heute, ja, ist natürlich dieser ganze Skull Trooper, Skull Ranger, das ganze Set ist richtig nice. Und ich würde dem Shop auch tatsächlich heute mal, ja, eine höhere Note geben, würde ich sagen. Also wie gesagt, Skull Trooper, Skull Ranger, das ist mein Highlight heute. Und das ganze Set, dem Shop geben wir heute mal eine 9 von 10 tatsächlich. Ist ein geiler Shop, ich mag den Shop, die Dailies sind scheiße. Muss ich ganz klar so sagen, außer Bright Bomber vielleicht und Star Power, aber der Rest ist nicht so toll. Aber die Featured natürlich, da fokussiert sich natürlich alles drauf. Schreibt mal rein, was ihr von dem ganzen Shop haltet, von der Idee, dass der Skull jetzt wieder drin ist und vor allem, dass Epic sozusagen den OGs einen Gefallen getan hat und etwas, ja, so ein bisschen selten gehalten hat durch diese lilane Farbe. Und was haltet ihr von der lilanen Farbe? Würde mich auch mal interessieren für alle die den OG-Skin haben. Und ja, am Ende, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, wie immer. Würde mich freuen und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.